Es war einmal in einem kleinen Dorf ein alter Spielzeugmacher namens Geppetto. Er verkaufte Spielzeug, das er aus Holz schnitzte. Das Einzige, was er in seinem Leben bereute, war, dass er keine Kinder hatte. Eines Tages, als er im Wald spazieren ging, fand er genau das richtige Stück Holz für ein neues Spielzeug. Genau, wonach ich gesucht habe. Ich werde eine wunderbare Marionette daraus machen. Geppetto lud das Stück Holz auf seinen Rücken und brachte es in seine Werkstatt. Er stellte es auf den Tisch und begann zu schnitzen. Aber plötzlich passierte etwas Unerwartetes. Er hörte eine Stimme aus dem Holz kommen. Geppetto war sehr erstaunt, aber er war sich sicher, dass er sich die Stimme eingebildet hatte. Er schnitzte weiter, aber hörte die Stimme sofort wieder. Ich werde wohl alt. Ich höre Stimmen. Geppetto arbeitete weiter. Erst machte er den Kopf der Marionette und dann die Arme und Beine. Als die Marionette fertig war, setzte Geppetto sie auf einen Stuhl und begann aufzuräumen. Plötzlich hörte er wieder die Stimme. Hallo! Geppetto sah sich verwundert um, aber er konnte niemanden außer der Holzpuppe sehen. Also ging er weiter seiner Arbeit nach. Nach kurzer Zeit sprang die Puppe von ihrem Stuhl und begann im Raum herumzutanzen. Der Anblick ließ Geppetto beinahe in Ohnmacht fallen. Um Gottes Willen, die Marionette ist lebendig! Natürlich war sie kein echtes Kind, aber sie lachte, sprach und spielte wie eins. Geppetto nahm die Marionette in die Arme. Von jetzt an soll dein Name Pinocchio sein, mein Sohn. Geppetto und Pinocchio lebten glücklich zusammen. Als es Zeit für Pinocchio war, in die Schule zu gehen, hatte Geppetto nicht genug Geld, um ihm Schulsachen zu kaufen. Also verkaufte er seinen Mantel und gab Pinocchio das Geld. Pinocchio nahm das Geld und machte sich freudig auf in die Schule. Auf dem Weg sah er sich die Geschäfte, die Leute und die Märkte an. Plötzlich sah er eine große Menschenmenge. Er mischte sich in die Menge, um herauszufinden, was vor sich ging. Weil er so klein war, konnte er sich einfach an allen vorbeischummeln, um nach vorne zu gelangen. Pinocchio sah ein großes, farbenfrohes Zelt. Es war ein Zirkuszelt. Der Clown vor dem Zelt rief die Gäste hinein. Pinocchio wollte sehen, was innen vor sich ging, aber der Clown stoppte ihn. Du kannst nicht einfach reingehen, ohne zu zahlen. Pinocchio dachte kurz nach und erinnerte sich dann an das Geld, das Geppetto ihm für die Schulsachen gegeben hatte. Ich habe etwas Geld. Er holte das Geld aus seiner Tasche und gab es dem Clown. In dem Zelt war so viel los. Pinocchio sah Puppen auf der Bühne in der Mitte des Zelts. Hey, die sind auch aus Holz. Pinocchio sprang auf die Bühne und tanzte mit den anderen Puppen. Aber die Zuschauer ärgerten sich über ihn. Der Zirkusdirektor, der über der Bühne die Strippen der Marionetten hielt, freute sich sehr, als er eine lebendige Marionette sah. Eine Marionette ohne Strippen würde mir eine Menge Geld machen. Dachte er. Und sobald die Show vorbei war, fing er Pinocchio ein und nahm ihn in einem Käfig gefangen. Pinocchio bereute es sehr, dass er nicht auf Geppetto gehört hatte und sofort zur Schule gegangen war. Er begann zu weinen.
In diesem Moment tauchte eine Fee neben ihm auf. Sie hatte Mitleid mit ihm. Du hättest auf deinen Vater hören sollen, aber ich sehe, dass du dir deiner Schuld bewusst bist. Daher werde ich dir helfen, aber mache einen solchen Fehler nicht noch einmal. Pinocchio war sehr glücklich. Aber ich habe kein Geld. Wie soll ich denn jetzt zur Schule gehen? Die Fee sprach einen Zauberspruch und plötzlich hielt Pinocchio wieder Geld in der Hand. Verschwende das Geld dieses Mal nicht. Gehe direkt in die Schule. Die Fee half Pinocchio aus dem Zirkus heraus. Pinocchio sang vor Freude, als er sich erneut auf den Schulweg machte. La 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 la. Als sie Pinocchio so freudig singen sahen, schnitten der gerissene Fuchs und sein Freund die Katze Pinocchio den Weg ab. Sie hatten vor, ihm sein Geld abzuluxen. Wo gehst du denn so froh gestimmt hin? Ich kaufe Schulsachen und gehe dann zur Schule. Das ist nicht genug Geld für Schulsachen. Wenn du unserem Rat befolgst, bekommst du noch viel mehr Geld. Was muss ich dafür tun? Du gibst uns das Geld und wir pflanzen es im verzauberten Feld. Und dort wächst dann für dich ein Geldbaum. Du kannst dann dein Geld pflücken kommen, wann immer du welches brauchst. Der naive Pinocchio glaubte dem Fuchs jedes Wort und gab ihm sein Geld. So schnell sie konnten, liefen der Fuchs und die Katze mit dem Geld davon. Als er alleine war, tauchte die Fee wieder neben Pinocchio auf. Warum bist du immer noch nicht in der Schule? Hast du von dem Geld, das ich dir gab, Schulsachen gekauft? Die Fee wusste ganz genau, dass Pinocchio das Geld dem Fuchs gegeben hatte. Sie warnte Pinocchio: Lüge mich nicht an, oder ich werde dich bestrafen. Pinocchio hörte nicht auf die Fee und log sie trotzdem an. Ich habe die Schulsachen gekauft, aber ich habe sie in der Schule vergessen. Sobald Pinocchio diesen Satz beendet hatte, begann seine Nase zu wachsen. Sagst du mir die Wahrheit? Weil er immer weiter log, wuchs Pinocchios Nase immer mehr. So lang, dass er noch nicht einmal mehr seinen Kopf bewegen konnte. Was ist das denn? Schließlich sah er seinen Fehler ein und erzählte der Fee die ganze Wahrheit. Da die Fee sah, dass Pinocchio seine Lügen bereute, ließ sie seine Nase wieder auf ihre normale Größe schrumpfen. Ich vergebe dir, weil du doch noch die Wahrheit gesagt hast. Und wiederum zauberte sie ihm das Geld zurück, das der Fuchs gestohlen hatte. Und sie warnte ihn erneut, das Geld nicht noch einmal zu verschwenden. Mit dem Geld in der Hand ging Pinocchio wieder laut singend weiter. Aber dieses Mal lief er auf eine weitere Gefahr zu. Der Zirkusdirektor, der ihn gefangen genommen hatte, stand direkt vor ihm. Er war sehr wütend, weil Pinocchio davongelaufen war. Er wollte ihn bestrafen. Er fing Pinocchio ein und warf ihn ins Meer. Als Pinocchio im Wasser landete, ging er nicht unter. Er schwamm an der Oberfläche, weil er aus Holz war. Pinocchio gefiel das sehr und er begann, seine Arme und Beine zu bewegen und zu schwimmen. Und dann, als er gerade dabei war, auf das Ufer zuzuschwimmen: Hey, was ist denn jetzt los? Wo bin ich? Pinocchio war plötzlich in einer dunklen Höhle. Er sah sich um, aber konnte keinen Ausweg sehen. Pinocchio war von einem riesen Fisch verschluckt worden und befand sich jetzt in dessen Bauch. Zur gleichen Zeit machte sich Geppetto große Sorgen um Pinocchio und er ging aus, um ihn zu suchen. Pinocchio! Pinocchio! Nach einer Weile erreichte er die Küste, wo Pinocchio ins Wasser gefallen war. Er fragte die Fischer, ob sie seinen Sohn gesehen hatten. Einer der Männer konnte sich an den Jungen erinnern und er sagte Geppetto, dass er gesehen hatte, wie er ins Wasser geworfen worden war.
Geppetto bat die Fischer um Hilfe. Einer der Fischer wusste, dass Geppetto ein guter Mann war und er konnte ihm die Hilfe nicht verwehren. Er gab Geppetto ein kleines Boot, um Pinocchio zu suchen. Geppetto sprang in das Boot und ruderte aufs Meer. Nach einer Weile zog ein heftiger Sturm auf. Das kleine Boot konnte den hohen Wellen nicht mehr trotzen und kenterte. Geppetto trieb ganz alleine mitten auf dem Meer. Geppetto war alt und konnte nicht sehr gut schwimmen, also begann er langsam unterzugehen. In diesem Moment wurde Geppetto von demselben Riesenfisch verschluckt, in dem Pinocchio sich befand. Geppetto rutschte den Schlund des Fisches herab, direkt in seinen Bauch. Plötzlich hörte er ein Kind weinen. Natürlich erkannte er die Stimme sofort. Pinocchio, mein Sohn, endlich habe ich dich gefunden. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Als er die Stimme seines Vaters hörte, umarmte Pinocchio ihn mit Tränen in den Augen. Es tut mir so leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Vergib mir. Ich werde von nun an alles tun, was du sagst. Als sie sah, dass Pinocchio es dieses Mal wirklich ehrlich meinte, beschloss die Fee, die beiden zu retten. Sie zauberte Pinocchio und Geppetto aus dem Bauch des Fisches heraus und brachte sie ans Ufer. Nach diesem Tag wurde Pinocchio ein braver Junge und hörte von nun an immer auf seinen Vater. Er ging jeden Tag in die Schule und nach der Schule ging er nach Hause und half Geppetto in seiner Werkstatt. Die Fee sah, was für ein toller Junge Pinocchio geworden war und beschloss, ihn zu belohnen. Eines Nachts, als Pinocchio schlief, erschien sie neben seinem Bett und er legte ihm einen Zauber auf. Am Morgen wachte Pinocchio auf und wollte sich wie gewohnt für die Schule fertig machen. Als er aus dem Bett stieg, merkte er, dass etwas anders war. Er sah seine Hände an und dann den Rest seines Körpers. Er war schockiert. Er war nicht mehr aus Holz. Er war ein echter Junge aus Fleisch und Blut. Voller Freude sprang er aus dem Bett und rannte zu seinem Vater. Papa, Papa, schau mich an! Als er Pinocchio als einen echten Jungen sah, war Geppetto sehr glücklich. Endlich habe ich einen echten Sohn! Vater und Sohn umarmten sich sehr fest mit Tränen in den Augen. Pinocchio log nie wieder und seine Nase blieb immer so klein, wie sie war. Es war einmal ein junges Mädchen namens Heidi. Da sie beide ihre Eltern verloren hatte, kümmerte ihre Tante sich um sie. Aber eines Tages brachte sie Heidi zu ihrem Großvater in die Berge. Der Almöhi war ein mürrischer alter Mann, der in einer kleinen Hütte in den Alpen lebte. Dies war das erste Mal, dass Heidi ihren Großvater traf. Da Heidis Tante einen neuen Job in einer anderen Stadt bekommen hatte, musste sie Heidi bei ihrem Großvater lassen und zurück in die Stadt fahren. Der Almöhi, der es gewohnt war, isoliert und fern von anderen Menschen zu leben, freute sich über die Gesellschaft seiner Enkelin, aber ließ sich das nicht besonders anmerken. Der alte Mann machte ihr ein gemütliches Bett auf dem Dachboden her. Heidi mochte ihren Großvater auf den ersten Blick und sie freute sich auf glückliche Zeiten in den Bergen. Als sie am Morgen aufwachte, machte ihr Großvater sie mit seinem großen Hund Josef bekannt. Heidi liebte Josef sehr. Dann eines Tages, als sie durch die Landschaft spazieren ging, traf sie auf Peter, einen Hirtenjungen, der seine Ziegen im Tal grasen ließ. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ja, ich werde von jetzt an hier bei meinem Großvater leben. In den nächsten Tagen nahm Peter Heidi mit, wenn er seine Ziegen zum Grasen ausführte. Sie begannen, gemeinsam durch die Berge zu wandern. Alles war so neu und aufregend für Heidi. Sie lernte eine Menge von Peter darüber, was es hieß, ein Hirte zu sein.
Obwohl er es kaum zeigte, hatte der Almöhi Heidi sehr lieb. Da sie den ganzen Tag herumrannte und Spaß hatte, war Heidi sehr glücklich. Aber sie vergaß auch, ihrem Großvater im Haushalt zu helfen. Und am liebsten buk sie Brötchen im Ofen ihres Großvaters. Das frisch gebackene Brot nahm sie oft mit zu Peters Großmutter. Und Peters Großmutter gab ihr dafür frische Ziegenmilch. Eines Tages war der Sommer vorbei und der Winter kam. Als Peter in die Schule kam, war Heidi viel alleine und ihr wurde sehr langweilig. Sie war sehr enttäuscht, dass sie noch zu klein war, um in die Schule zu gehen wie Peter. Eines Tages kam Heidis Tante wieder, um Heidi zurück in die Stadt zu holen, wo sie zu Hause unterrichtet werden sollte. Der Almöhi war sehr traurig und wollte zunächst nicht zustimmen. Aber als er darüber nachdachte, wurde ihm klar, dass es das Beste für Heidi sein würde, in der Stadt zu sein und lesen und schreiben zu lernen. Aber ich will hier nicht weg. Ich hab Großvater lieb, beschwerte Heidi sich. Aber sie willigte schließlich ein, nachdem ihre Tante ihr versprach, dass sie bald wieder zurück in die Berge kommen dürfte. Nach einer langen Zugreise kamen Heidi und ihre Tante an einer großen Villa an. Wow, was für ein großes Haus! Hier werde ich wohnen? Heidi traf Clara, ein Mädchen, das in dem Haus wohnte. Clara konnte nicht gehen, weil sie als Kind einen Unfall gehabt hatte. Heidis Tante hatte Heidi in das Haus geholt, um Clara Gesellschaft zu leisten. Clara und Heidi verstanden sich sehr gut und wurden beste Freundinnen. Weil sie nicht viel über das Stadtleben wusste, brachte Heidi Clara mit ihrem Ungeschick zum Lachen. Claras Großmutter war eine sehr strenge alte Dame. Steh auf, du faules Mädchen! Es ist Zeit für deinen Unterricht. Du hast noch eine Menge zu lernen. Claras Großmutter versuchte Heidi vieles zu lehren. Wie man gerade sitzt und steht und wie man ordentlich mit Messer und Gabel am Essenstisch isst. Heidi kleidete sich nun sogar wie ein Stadtmädchen. Aber sie fühlte sich in diesen Kleidern nicht besonders wohl. Clara half Heidi dabei, lesen und schreiben zu lernen. Heidi mochte Clara und das Stadtleben, aber sie vermisste ihren Großvater, Peter und die Berge so sehr. Sie war so traurig, dass sie kaum noch essen konnte. Ihr Herz war schwer vor Sehnsucht. Claras Vater und Großmutter bemerkten Heidis Traurigkeit. Nach kurzer Zeit beschlossen sie, Heidi zu ihrem Großvater zurückzuschicken. Aber Clara war sehr traurig, dass Heidi sie verlassen sollte. Wenn du jemanden wirklich lieb hast, willst du nur das Beste für sie, sagte ihre Großmutter. Es war Zeit, Abschied zu nehmen. Als Heidi abreiste, versprach ihre Tante ihr, dass Clara sie nächstes Jahr in den Bergen besuchen kommen würde. Heidi war so glücklich, zurück in den Bergen zu sein, dass sie sofort bei Peter vorbeiging, um ihn zu begrüßen. Sie gab seiner Großmutter ein Brot, das Clara ihr mitgegeben hatte. Sie zog das schicke Kleid aus und rannte nach Hause und umarmte ihren Großvater so fest sie konnte. Und sie waren wieder glücklich. Nach kurzer Zeit war Heidi überglücklich, da sie einen Brief erhielt, in dem stand, dass Clara sie bald besuchen kommen würde. Als sie in den Alpen ankam, mochte Clara Peter sofort. Aber Peter war etwas skeptisch. Er hatte Sorge, dass Heidi wieder mit Clara in die Stadt zurückgehen würde. Clara, Peter und Heidi hatten eine Menge Spaß in den Bergen. Die frische Bergluft und das gesunde Essen waren sehr gut für Clara. Aber Peter wurde eifersüchtig, weil Heidi und Clara so enge Freundinnen waren. Peter hatte auch keine Lust mehr, Clara ständig zu ihrem Rollstuhl zu tragen und sie umherzuschieben. Eines Tages schubste er Claras Rollstuhl einen Berg hinab. Er dachte, dass das alles beenden würde. Ohne ihren Rollstuhl und dank der frischen Bergluft wurde Clara viel kräftiger. Sie begann sogar langsam zu laufen, mit Heidis Hilfe. Nach kurzer Zeit machte sie ganz allein die ersten Schritte. Ich kann laufen! Yippie! Heidi, das verdanke ich dir! Eines Tages kamen Claras Vater und Großmutter zu Besuch und trauten ihren Augen kaum, als sie Clara laufen sahen.
Sie dankten dem Almöhi und Heidi. In diesem Moment tat Peter seine Tat schrecklich leid. Er beichtete, dass er Klaras Rollstuhl den Berg hinabgeschubst hatte. Bitte vergebt mir. Was ich getan habe, war nicht in Ordnung. Wir vergeben dir. Oder, Clara? Auch wenn, was du getan hast, falsch war, sind wir alle froh, dass sie jetzt laufen kann. Sie alle lachten voller Freude. Clara und ihre Familie versprachen, im nächsten Sommer wiederzukommen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Es war einmal ein sehr reicher Mann. Er hatte 3 Töchter. 2 von ihnen waren sehr gierig und selbstsüchtig. Aber die 3. hatte ein Herz voller Liebe und Schönheit. Eines Tages erreichte den Vater die Nachricht, dass alle seine Schiffe in einem Sturm gesunken waren. Der arme Mann hatte alles verloren. Und alles, was ihm blieb, war ein kleines Haus in seinem Dorf. Die 2 gierigen Schwestern waren darüber natürlich nicht sehr erfreut. Den ganzen Tag saßen sie nur herum und nörgelten. Alle Hausarbeit musste die Schöne erledigen. Nach einer Weile hörte der Vater, dass eines seiner verlorenen Schiffe es in den Hafen geschafft hatte. Er machte sich sofort auf zum Hafen. Bevor er ging, fragte er seine Töchter: Was soll ich euch mitbringen, wenn ich zurückkomme, meine Töchter? Kleider, Schuhe, Halsketten, Armreifen. Und was ist mit dir, Schönheit? Was möchtest du haben? Nur eine Rose reicht mir, Vater. Nach langer Reise kam der Vater am Hafen an. Aber es war keine Fracht mehr auf seinem Schiff. Und das Schiff war unbrauchbar. Traurig und erschöpft machte er sich wieder auf den Weg nach Hause. Es war fast Nacht, als er im Wald ankam. Es war dunkel und kalt und es schneite. Stundenlang ritt er auf seinem Pferd durch den Schnee. Endlich sah er ein Schloss, an dem die Lichter schienen. Er ging in das Schloss in der Hoffnung, dort Hilfe zu finden. Es war ein seltsames Schloss. Alle Lichter waren an. Die Tafel war voller Speisen und im Kamin brannte ein Feuer. Aber niemand war zu sehen. Er rief in alle Richtungen, aber niemand antwortete.